Hallo und herzlich willkommen zu einer frischen Runde Horizon. Auf ganz unverschämte Art werde ich ja immer weiter durch die Landschaft gezogen. Wo ist die Ziellinie? Wäre jetzt meine Frage. Das sind die Vorräte aus dem Lager. Wozu sie erst stehlen und dann wegwerfen? Ja. Wäre unüblich. Was ist hier passiert? Moment mal. Inventar voll. Ach. Lauf ich hier wirklich einmal im Kreis? Ja. Ich höre dir nicht zu. Du musst erst schwören. Ich schwöre. Hallo? Bin ich ja falsch? Sie ist meine Schwester. Oh. Meine Schwester. Ich muss sie beschützen. Ich schwör's! Ich bring mich um! Ich bring mich um, bevor ich ihr wehtue! Du bist kein Geist! Was willst du? Dass du von der Kante zurücktrittst, Brom. Nein! Lass mich in Ruhe! Siehst du nicht, dass ich nachdenken muss? Wie soll ich denn nachdenken, wenn alle mich anschreien? Ja, reiß dich zusammen. Nein. Ich weiß. Bei so vielen Stimmen muss dir bestimmt der Kopf wehtun. Keine Angst, meine Stimme ist sanft und tröstend. Eine sanfte Stimme, wie Olaras. Das ist so lange her. Jahre. Ja, ich höre zu. Viel besser. Jetzt erzähl mal, was bedrückt dich? Die Geister der Vergessenen. Von der Urmutter verfluchte Seelen. Ihre Stimmen lassen mich nicht in Ruhe. Sie wollen, dass ich Dinge tue. Menschen wehtue. Wenn ich zu den Nora zurückgehe, muss ich vielleicht sogar Olara wehtun. Eher bringe ich mich um, als das zuzulassen. Musst du denn auf die Geister hören, Brom? Sie sprechen jetzt gerade mit mir. Sie sind immer da. Kümmern sich um mich. Leisten mir Gesellschaft. Helfen mir, außer wenn sie schreien. So wie als dieser Jäger mich niederschlug. Schlag ihm den Schädel ein, sagten sie. Das tat ich. Brom, du lebst. Urmutter sei Dank. Verzeih, dass ich dir folgte. Ich musste selbst sehen, dass er okay ist. Oh nein. Nein. Nein, bitte, Schwester. Ich kann dich nicht schützen. Ich brauche keinen Schutz vor dir, Brom. Er fürchtet, dass diese Geister, die er hört, ihn gegen dich aufhetzen. Kann deine Stimme sie verstummen lassen? Ja, so wie es vorher war. Er hat nur einmal jemanden verletzt, der ihn provoziert hat. Ich will dir nicht wehtun. Aber die Vergessenen, ihre Stimmen. Mein Kopf ist voll von ihrem Geschrei. Höre nicht auf die Geister, sie lügen. Für die Rückkehr zu den Nora ist Brom noch nicht bereit. Aber er wird dir nichts tun, Olara. Ich weiß, wo ich bleiben kann. Eine Höhle im Berg der Urmutter. Dort könntest du mich besuchen, solange ich stark bin. Das bleibst du, Brom. Ich helfe dir. Danke, Aloy. Ich kümmere mich jetzt um Brom. Mögest du ungehindert von den Vergessenen ins ewige Gedächtnis der Urmutter eingehen. Darauf kann ich wohl lange warten. Na, schlendern sie dahin. Ziehen ihre Wege. Und was habe ich bekommen? Erfahrung und bemerkenswerte Belohnungskiste. Die ich wahrscheinlich wieder nicht öffnen kann, weil kein Platz.
oder? Ah, da war das Schnellreisepaket. Oh, doch. Sind es wieder 293 Scherben. Da kann ich wieder shoppen gehen. Aber jetzt geht's schnurstracks zum guten Rust. Ohne Umwege, wir gehen nicht über los, ziehen keine Belohnung ein. Ach, müssten uns aber vielleicht um ungebetene Gesellschaft kümmern. Aber auch nur vielleicht. Das brauche ich später noch. Deswegen decken wir es ein. Alles. Da fragt ihr noch. Da komme ich wohl nicht drum herum. Oh. Schon entdeckt. Fehlt. Kann ja mal passieren. Es ist noch kein Meister vom Himmel gefallen. Dann müsste ich was anderes rauswerfen. Ja. Das Wächterherz. Das habe ich doch wieder nicht im Inventar gefunden. Ah. Lassen wir es liegen. Wo hat er es sich gemütlich gemacht? Aloy. Ja. Wir müssen reden. So, es ist Zeit. Bist du bereit? Denke schon. Moment. Ja, jetzt bin ich bereit. Ja, denke schon. Es ist lauter, als ich dachte. Du warst noch niemals so nah dran. Aus der Nähe wirkt alles größer. Bald wird alles vertraut sein. Wie zu Hause. Ich weiß nicht so recht. Suche nach Erzmutter Tirsa. Sie wird dir helfen. Ist sonst noch etwas? Lass mal überlegen. Noch eine Lektion, bevor ich gehe? Nein. Du weißt alles, was die Wildnis lehren kann. Du hast es mich gelehrt, nicht die Wildnis. Aber Bogen und Speer werden mir da drin nicht helfen. Mit Bogen und Speer wirst du finden, was du schon so lange suchst, Aloy. Antworten. Was wird mich dort drin erwarten? Die Leute dort werden feiern. Es sind mehr, als du jemals gesehen hast. Kein anderes Dorf ist wie Mutterherz. Dort ist der Sitz der Erzmütter. Das Zentrum der Nora. Ein Juwel des Heiligen Landes. Lass dir Zeit.
Irgendwann gefällt's dir. So wie mir, als ich noch zum Stamm gehörte. Aber was ist passiert? Bist du sicher, dass sie mich reinlassen? Wie gesagt, Aloy. Das Gesetz erlaubt ausgestoßenen Kindern die Erprobung. Wer besteht, wird zum Krieger und ist kein Ausgestoßener mehr. Ich weiß schon. Aber nicht jeder folgt dem Gesetz wie du, Rost. Hab Vertrauen, Aloy. Der Stamm respektiert dein Recht. Das will ich doch meinen. Ich bin jetzt bereit. Sehen wir uns dann bald zu Hause? Ich werde nicht da sein, Aloy. Hier. Nimm das. Als Andenken. Oh. Warum redest du, als ob wir uns nie wiedersehen? Nein. Nein! Dein Platz ist beim Stamm. Ich bleibe ein Ausgestoßener. Aber du weißt doch, es gibt eine Lösung. Ich komme heimlich zu dir. Ich brech damit das Gesetz, nicht du. Du musst ja nicht mal mit mir reden. Diese Verbindung zu mir steht dir nur im Weg. Es ist mein Wunsch, dass du beim Stamm bleibst. Du warst schon viel zu lange isoliert. Nein, bis jetzt nicht. Es muss so sein. Ich gehe und du wirst mich nicht finden. Das ist der Abschied. Nein, ist es nicht. Ich kann Spuren lesen. Wo du auch hingehst, ich folge dir. Dieses Mal nicht. Diesmal. Und jedes Mal. Ich trage das hier, wenn ich dich finde. Die Urmutter segne dich, Aloy. Und dich. Ich muss ihn gehen lassen. Fürs Erste. Zuerst die Erprobung. Danach werde ich nachsehen, wohin seine Spur führt. Ach, jetzt bin ich doch schon etwas emotional ergriffen. Aber was will man machen? Es gehört zum Leben dazu. Was ist denn hier los? Mit den ganzen Bäumen und Büschen? Fürchterlich. Du kehrst um, Ausgestoßene. Oder blutest. Deine Wahl. Platz da! Platz da! Krieger, lasst sie durch. Sie ist hier willkommen. Mutterherz steht dir offen, mein Kind. Komm. Glaub mir, die meisten Nora sind nicht so wie diese Idioten. Du bist Tiersa? Wer sollte ich sonst sein? Komm jetzt mit. Ich warte schon lange auf diesen Tag. Ach ja? Oh ja. Aber im Moment habe ich leider zu tun. Ich muss heute noch andere Fremde beschützen. Du, was? Einige fremde Stammesgesandte, die Karja, wollen sich die Erprobung ansehen. Und oh, wie die Nora die Karja hassen. Karja? Doch, das ist mein Problem. Wir reden später noch. Und bis dahin genieße das Fest. Oh, nimm den Weg rechts entlang. Dort ist ein alter Freund, der sich sehr auf dich freut. Aber ich kenne hier niemanden. Sag ihm das doch mal. Wir reden später weiter. Die Göttin schütze dich. Was ist hier nur los? Nanu? Ja, könnte das denn sein? Ein alter Freund? Das weckt Erinnerung. Sowas habe ich. Ich will was Neues sehen. Aloy! Du bist es, oder? Hier drüben! Ja. Du bist Aloy, nicht wahr? Habe ich mir den Namen richtig gemerkt?
Bist du der alte Freund, von dem Tirsa sprach? Ich kenne dich nicht. Du erkennst mich wohl nicht wieder. Tja, es ist schon lange her. Tepp ist mein Name. Du warst halb so groß wie ich und hast mich vor einer Herde Maschinen gerettet. Ich erinnere mich. Du wolltest mir danken. Ich habe es nie vergessen. Ich habe immer gehofft, dich wiederzusehen, wenn du zur Erprobung kämst. Wie du siehst, ist aus mir kein guter Jäger geworden. Ich diene dem Stamm stattdessen als Näher. Ich mache Kleidung und Rüstungen. Und ich habe etwas für dich, eine Kluft für diesen Tag. Ich hoffe, du magst sie. Was soll das denn kosten? Kosten? Nichts. Nimm es als ein Dankeschön für deine Hilfe damals. Als ein Geschenk. Einem geschenkten Gaul schaut man nicht ins Maul. Neue Rüstung einer Nora-Kriegerin, genäht von Tepp mit von Aloy entworfenen Details. Bietet keinen zusätzlichen Schutz, kann aber verbessert werden. Die anderen sind aber schöner. Ah, Elementarrüstung. Schleichen. Nahkampf? Schleichen. Na, gib mal. Ja. Da. Es scheint dir perfekt zu passen. Danke, Tepp. So etwas habe ich noch nie besessen. Ja, es ist deins. Ich würde meinen, es schützt dich etwas besser als das, was du anhattest. Jede Kluft hat eigene Vorteile. Man muss immer abwägen. Na gut, ich will dich nicht aufhalten. Geh zur Hütte der Stammmütter, wenn du Tirsa suchst. Du wirst sie leicht erkennen. Ein großes Holzhaus mit einer wütenden Menge davor. Tirsa sagte etwas über fremde Stammesgesandte. Deshalb ist die Menge ja wütend. Kaja, die nach Jahren erstmals wieder im Heiligen Land sind. Es werden wohl Tomaten fliegen oder Steine. Hoffentlich keine Speere. Was auch kommt, du solltest dich ducken. Gut zu wissen. Ja, hat es noch Sinn, mit euch Gespräche anzufangen? Ich werde wohl bald wieder Tante. Bier für alle. Ja, mal ein bisschen die steifen Finger aufwärmen. Genau. Ach, passiert sonst nichts mehr? Das war's? Ah. Oh. Vielleicht sind die Kater gekommen, um sich zu entschuldigen? Ich werde ihnen diese Chance sicher nicht verweigern. Hier unten noch. Ah ja. Das habe ich doch gesucht, habe ich das. Die sind wirklich gut. Lass die Puppen tanzen und die Hüllen fallen. Das gefällt mir besser als die Erprobung an sich. Es ist besser als letztes Jahr. Als ich das die ersten drei Male gehört habe, gefiel es mir irgendwie besser. Ganz da oben. Natürlich, überall den anderen. Wie auch sonst. Möge die Urmutter sie vergessen, zusammen mit all ihren Ehren. In Kürze segnen wir die Erprobung. Doch zunächst heißen wir Gäste willkommen. Seit 2 Jahren herrscht jetzt Frieden mit den Karja. Wir sollten die Handelsbeziehungen zu Meridian wieder aufbauen. Diese Gesandten kamen zu uns unter dem Banner des Friedens. Frieden? Welcher Frieden? Eine Verkündigung von Dankbarkeit. Mörder und Versklaver! Sonnentönig ja, Mörder und Versklaver! Schwein. Hey, erleuchtet halt. Lass das sein! Nora-Gläubige, lass das sein! Ich bin Osseram, kein Karja. Also sag ich's ganz offen. Der 13. Sonnenkönig war ein Mörder. Das stimmt.
ein Tyrann und ein Monster, überfiel meinen Stamm für Blutopfer, so wie euren. Sie raubten meine Schwester. Ich hasste die Kalja. Doch der 13. König ist tot. Seit 2 Jahren. Wer tötete ihn? Der 14. Ja. Nicht, weil er an die Macht wollte, sondern weil jemand dem Unrecht seines Vaters ein Ende setzen musste. Ja! Ja. Die Nachricht, die dieser Priester verlesen will, ist eine Entschuldigung. Aus dem Munde des 14. Königs. Also bitte, könnt ihr ihm nicht zuhören? Dankeschön. Eine Verkündigung der Dankbarkeit. Geschrieben von Sonnenkönig Abad. 14. Erleuchtetheit der strahlenden Linie. Es ist an der Göttin, über die Kaja zu richten, nicht an mir. Vergangenheit sollte Vergangenheit bleiben. Was denn nun? An der Göttin, über die Kaja zu richten. Hatte ich mich gerade so schlimm zurückgelehnt? Vergangenheit sollte Vergangenheit bleiben. Gerne mit dem Fokus um sie, ja, was er entdeckt hat. Unbekanntes Gerät in Sekaja dürfen und das bedeutet das nicht entweichen. Beten wir mit euch. Vielleicht sind die Kaja gekommen, um sich zu entschuldigen. Ich werde ihnen die Chance sicher nicht verweigern. Genau wie meiner. Na. Dass ihr mich bei euch empfangen habt. Wo hat er einen Fokus her? Der Älteste. Da spreche ich doch mal mit ihm. Du bist der Einzige, bei dem ich je einen Fokus gesehen habe. Wo hast du ihn her? Was? Eine Nora hat so etwas an? Das kann nicht sein. Deinem Stamm sind die alten Orte verboten. Wer sagt, dass ich genauso bin? Tja, niemand, schätze ich. Wenn du in den Ruinen der Metallwelt stöbern gehst. Ah! Was ist los? Tut mir leid. Fehlfunktion. Olin, du suchst dir neue Freunde, was? Ich komme wieder. Warte! Nein, wir reden später. Ich muss los. Wow, sein Kater ist schlimmer, als ich dachte. Hey, du hast ja denselben Klunker wie Olin hinterm Ohr. Wann sind die denn modern geworden? Sein Name ist Olin? Wer ist er? Und wo hat er so etwas her? Ach, er ist nur ein Wühler mit einflussreichen Freunden. Entweder sucht er nach Artefakten oder er trinkt und macht Glücksspiele. Ach, den Klunker hat er wohl irgendwo ausgegraben. Nur ein altes Juwel, das er sich gerne ansteckt. Und nichts für ungut. Dir steht er toll. Och, vielen Dank aber auch. Schöne Rüstung. Deine Rüstung sieht ungewöhnlich aus. Hast du noch nie Gardestahl gesehen? Na, ich erklär's dir. Ring verbunden, aufprallgeschützt, stabil genug für Sägezähne. Muss er auch. Die Garde ist die Sonnenkönig-Elite. Das sind alles eisenharte Maschinenbrecher. Sogar eine Nora-Streiterin wie du könnte da Probleme kriegen. Bei diesem ganzen schweren Metall? Wohl kaum. Ja, schwer zu sagen. Meiner Meinung nach sieht es recht ausgeglichen aus. Na, da ist aber jemand ganz schön stolz auf sein bestes Stück. Was weißt du noch über Olin? Ist er wirklich so interessant? Ich werde gleich eifersüchtig. Tja, er sucht nach Ruinen in der Wildnis, gräbt Zeug aus und verkauft es an Adlige. Wenn er nichts anderes macht, ist er Speer. Er kann genau das, was ein Expeditionsführer können sollte. Ich kenne ihn ein paar Jahre. Er ist ein treuer Gefährte, liebt seine Familie und trinkt auch gerne mal. Ich mag ihn, aber viel mehr weiß ich auch nicht. Schade. Dann heißt es jetzt Abschied nehmen. Ich sollte jetzt zur Segnung gehen. Ja, hör mal, es geht mich eher nichts an, aber du gehörst doch einfach nicht in dieses öde Kaff. Ich meine, du bist klug, du hast einiges drauf und ich meine, sieh dich an. Wovon redest du da? Das weißt du genau. Wenn du mal in Meridian bist, komm vorbei. Ich zeig dir alles und stelle dich vor. Das wird ein neues Leben für dich. Ich stelle dich sogar meiner Schwester vor. Sie hat noch mehr Verbindungen als ich. Ich dachte, der Sonnenkönig hätte sie entführt und geopfert. Ha! Entführt? Ja. Getötet? Nein. Ein paar Kalja können Ersa nichts anhaben. Sie entkam
und ist jetzt Hauptmann der gesamten Garde. Eine tolle Geschichte. Vielleicht erzähle ich sie dir mal bei einem Drink. Na egal, ich muss jetzt auch zu dieser Segnung. Also bis demnächst, vielleicht. Ich lasse mir von den ja, hau rein. Das Fest verderben. Was sollten Mach's sie hübsch. Denn auch anstellen können? Ich lasse mir von den ungläubigen Kaja doch nicht das Fest verderben. Was sollten sie denn auch anstellen können? Weiß ich nicht. Ich bin ga... Das war's hier oben. Oh, dann wieder runter. Na, Probleme beim Treppensteigen. Kann dich ja mal schubsen. Sie beginnen mit der Segnung, wenn alle Aspiranten da sind. Und die Hände zum Himmel. Komm, lasst uns fröhlich sein. Aloy, dein Platz ist gleich hier. Das da ist dein Gebetslicht. Es ist mein Geschenk. Blasphemie. Schwestern. Aspiranten, vor jedem von euch steht ein Gebetslicht, das eure Mutter gemacht hat. Ihr zu Ehren, entzündet es nun. Ja. Rust zu Ehren, weil er so viel für mich getan hat. Urmutter, höre unser Gebet. Was ist ein Kind, wenn nicht Ausdruck mütterlicher Hoffnung? Eine leuchtende Flamme, die weit hinaufsteigt, frei schwebend im Wind. Ein Licht am Himmel, bis es endlich verglüht. So wird das Band unserer Liebe weiter von Hand zu Hand gereicht. Also synchron wart ihr ja mal gar nicht. Dieses Jahr wird auf dem Fest zu wenig gelästert. Fast Olin. Letztes Mal gab's ich möchte ihn einiges fragen. Möchte ich das? Was denn? Vielleicht sind die Kaja gekommen, um sich zu entschuldigen. Ich werde ihnen diese Chance sicher nicht verweigern. Das war's. Kleines Licht anzünden. Der Musikant vom letzten Mal nicht wieder da ist. Der mit den langen, dunklen Haaren. Und schon ist die Party zu Ende. Die Segnung war gar nicht so schlecht. Nett und kurz immerhin. Aber es gibt einige Osseram-Bastler, die ein besseres Feuerwerk machen. Ups. Hoffentlich beleidigt das jetzt nicht euer heiliges Ritual. Es war schön. Wirklich. Hey, du hast noch gar nichts über meinen Auftritt gesagt. Mit dem Priester? Den Tomaten? Das hat dich wohl gar nicht beeindruckt. Nicht die Bohne. Ich dachte, dein Freund würde in faulen Tomaten ertrinken. Aber du hast sie alle beruhigt. Danke. Ich wusste nicht, ob es klappt. Die Nora verübeln den Kaja die roten Raubzüge. Und das ist kein Wunder. Nochmal zu Olin. Erzähl mir mehr über Olin. Wenn er nichts anderes macht, ist er Speer. Er kann genau das, was ein Expeditionsführer können sollte. Ich kenne ihn ein paar Jahre. Er ist ein treuer Gefährte, liebt seine Familie und trinkt auch gerne mal. Ich mag ihn, aber viel mehr weiß ich auch nicht. Hatten wir das nicht schon? Ich habe noch nie von den roten Raubzügen gehört. Was war das? Dein Stamm war im Krieg und du wusstest es nicht? Warst du in einem Versteck? Hattest du überbesorgte Eltern oder was? Ja. Ich war eine Ausgestoßene, gemieden vom Stamm. Oh. Ja, die Nora machen sowas. Grausam. Wenn du mich fragst. Aber auch Ausgestoßene wissen von der Störung der Maschinen, oder? Wie sie jedes Jahr tödlicher werden? Tja, der Sonnenkönig dachte, wenn er für den Sonnengott genug Blut vergießt, beruhigt das die Maschinen. Hat nicht funktioniert. Aber jahrelang nahm er Mitglieder anderer Stämme zur Opferung gefangen. Darunter meine Schwester. Die Nora kämpften tapfer, aber es gab Tote.
Und wie ging es weiter? Also, was ist passiert? Wie kam es zum Ende? Der Sohn des verrückten Königs vereinte Kerja-Rebellen und Osseram-Freibeuter. So schafften wir das Unmögliche. Meridian einnehmen und den König töten. Und jetzt sitzt dein Sohn auf dem Thron. Eine große Verbesserung. Unter Awad gibt es keine Opferung, keine Sklaverei. Alle Stämme sind jetzt in Meridian willkommen. Sogar Nora-Verbannte. Du solltest vorbeikommen. Später vielleicht. Wenn die Kaja derart grausam sind, wie kommt es, dass du ihnen dienst? Der letzte König war ein Schlechter. Aber der neue König will Frieden. Daran ist nichts Grausames. Außerdem, die Kaja kämpfen nicht nur, sie bauen. Siehe Meridian. Alles andere ist nichts weiter als ein Haufen Steine. Da hole ich mir doch mal alle Informationen ein, die ich bekommen kann. Du sagtest, die Maschinen wurden jedes Jahr gefährlicher? Ja, aber das weiß doch jeder, oder? Ich wusste es nicht. Oh, tut mir leid, ich dachte, alle wüssten das. Die Maschinen, vor 15, 20 Jahren, damals waren sie noch nicht so wütend wie heute. Wenn sie einen Jäger sahen, dann flohen sie. Es war schwer, sie zu jagen, aber nicht gefährlich, wenn man so klug war, sich nicht umrennen zu lassen. Aber dann kam die Störung und alles wurde anders. Und jetzt, sobald ein Jäger einen Schuss abgibt, greifen die Maschinen ihn gleich an. Noch ein paar Jahre und sie greifen alles an, was sie sehen. Jeder Ausflug wird zu einem Risiko. Als ob das noch nicht ausreicht, tauchen völlig neue Arten von Maschinen auf. Größer, böser und schwer bewaffnet. Wie der Sägezahn? Ja, vor 10 Jahren war es der. Aber alle paar Jahre taucht etwas Schlimmeres auf. Glaub's mir. Und wie kommt das alles? Das weiß niemand. Und die Maschinen, sie sagen es nicht. Ja, früher war alles besser. Höre ich immer wieder. Muss was dran sein. Aber genug gelabert jetzt. Ich hätte da noch mal eine Frage an dich. Frag ruhig. Ja, tja, viel Glück bei dieser Erprobung. Vielleicht sieht man sich ja mal in Meridian. Wer weiß. Ja, wer weiß das schon. Angeblich bittet er bei einem Sieg um einen Fruchtbarkeit. Rechne aber nicht damit. Aber nicht mit seiner Freundin, sondern der Schwester. Unglaublich. Ja, so bekommt man den Tag auch um. Hallo, Olin. Du kennst meinen Namen? Ah, du weißt ihn von Erend. Warum hast du dich vorhin so komisch benommen? Muss dieses Fest sein? Ich mag wirklich keine Menschenmengen. Vielleicht sollte ich einfach... Weich mir nicht dauernd aus. Schon gut, ganz ruhig. Was willst du wissen? Außer mir hat niemand einen Fokus. Wo genau hast du ihn her? In einer Ruine nördlich des Landes, das wir Osseram unser Anrecht nennen. Dort oben gibt es sehr viel Metall, Stahlriesen, teils unter der Erde begraben, vergessene Höhlen, die die Alten in den Fels gebohrt haben. Deine Augen leuchten. Ich habe meinen Fokus aus genauso einer Höhle, aus einer Ruine der Alten. Wenn du auch stöbern warst, weißt du so viel wie ich darüber. Frag diese Orte nach Antworten, nicht mich. Gut. Als wir vorhin sprachen, hast du gezuckt. Und ausgesehen, als ob dir was wehtut. Oder Angst macht. Hat dein Fokus dir etwas gezeigt? Er hat mir gar nichts gezeigt. Wie gesagt, eine Fehlfunktion. Das passiert ständig. Na, ob ich da glauben soll? Du bist ein schlechter Lügner. Bezichtigst du alle neuen Bekannten der Lüge? Nur die, die mir nicht die Wahrheit sagen. Feuer und Spucke! Ich bin von einfacher Natur und habe nichts zu verbergen. Wenn du mir nicht glaubst, ist das dein Problem, nicht meins. Hey, 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 ruhig, Brauner, ruhig. Was machst du hier, Olin? Was machst du im Nora-Land? Erin brauchte einen Expeditionsführer und einen Kumpel zum Trinken, sonst nichts. Jemanden, der auf den Priester aufpasst. Wenn das hier vorbei ist, geht's zurück in die Ruinen, auf der Suche nach Schrott oder nach Schmuck zum Verkaufen. Du bist also Forscher?
Ich bin nur ein fremder Mädchen. Man muss seine Scherben verdienen. Ich verdiene meine eben als Diener des Königshofs. Das ist alles. Bist du denn jetzt gesprächiger? Ich verstehe das nicht. Wir haben beide dieses Gerät, aber du willst überhaupt nicht mit mir reden. Ich suche hier auch keine Freunde, Mädchen. Den Ärger brauche ich nicht. Ich bin es gewohnt, gemieden zu werden. Ich dachte, du bist anders. Ist nichts Persönliches. Ganz sicher nicht. Du solltest heute Abend mal Spaß haben. Großer Tag morgen. Man sollte jeden Tag genießen. Ja, da steckt was Wahres drin. In diesen Worten. Aber für heute sind wir schon wieder am Ende der Folge angekommen. Viel Gerede, aber um einige Informationen reicher. Machen wir an der Stelle Schluss und geht's dann beim nächsten Mal weiter. Dann sage ich wieder, vielen Dank fürs Zuschauen. Hat es gefallen, dann Like und Abo dagelassen. Und bis zum nächsten Mal. Macht's nicht gut, macht's besser.